Also Freunde, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, heute ein etwas chilligeres Video. Ich habe nichts Besonderes vor eigentlich. Ja, heute hier im Kollega Deus Maximus Outfit. Ich habe die Jogginghose, die passende Jogginghose dazu an. Die seht ihr vielleicht jetzt nicht in der Kamera. Und ja, einen geilen Deus Maximus Hoodie. Ist auf jeden Fall sehr bequem, könnt ihr ganz einfach auf Devshop kaufen. Ja, was habe ich mir so Neues alles gegönnt? Ich habe mir hier ein paar Adidas Sneaker gegönnt. Die sind übertrieben bequem. Wie gesagt, ich habe die jetzt eine Woche angehabt. So sieht die Sohle aus. Ja, was kann man dazu sagen? Adidas haben 89 Euro gekostet. Die sind mega bequem. Ich habe die jetzt in 46 gekauft. 45 hat auch gelangt. Wie gesagt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Schuhe sehen auf jeden Fall sehr geil aus. Ja, schlicht in Schwarz könnt ihr ganz einfach im Alltag anziehen. Die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, sonst für alle Gamer da draußen, dieser Headshot Booster kann ich euch von ZEG Plus auf jeden Fall empfehlen. Der brettert ganz schön gut. Proportionen sind eigentlich 400 Milligramm Koffein enthalten, wenn ihr ein bisschen mehr nehmt. 450. Das ballert schon ordentlich, nehme ich eigentlich täglich als Schichtarbeiter. Also für alle Gamer da draußen, für eure Gaming-Session lohnt sich das auf jeden Fall. Ansonsten war ich gerade bei Hornbach. Ich habe mir hier so ein LED-Panel gekauft. Ich hoffe, ihr seht es in der Kamera. Der soll hier eigentlich an den Schrank dran. Wie gesagt, habe ich gerade bei Hornbach gekauft. Das Ganze hat 150 Euro gekostet. Ich sage euch eins, das wird vielleicht für 20 Euro hergestellt in China. Und ja, da ziehen die uns so ab. Aber was sollen wir machen? In eBay gab es den ungefähr für 130. Aber wegen 20 Euro da hin oder her, hätte ich eine Woche warten müssen, bis das Ganze hier eintrifft. Wir haben sowieso Probleme hier mit Hermes. Die reine Katastrophe, ich sag's euch. Die reine Katastrophe. Auf jeden Fall, ich mach mal das Ganze jetzt auf. Wie gesagt, ich habe es bei Hornbach gekauft für 150 Euro. Ich hoffe, das Ganze hat sich auch gelohnt. Ist ungefähr 1,30 groß. Also ja, was soll ich sagen? Das hier ist der LED-Panel. Bis zu 16 Millionen Farben sind da anscheinend machbar. Ich habe es schon getestet. Also ihr habt eine Fernbedienung dabei. Da könnt ihr die Farben einfach einstellen, so wie ihr es haben wollt. Also Anleitung ist dabei für alle, die nicht so handwerklich begabt sind und es von alleine hinkriegen. Ansonsten, ja, Schrauben und so sind auch alle dabei. Ihr habt hier mit Batterien die Fernbedienung. Da könnt ihr das Ganze einfach einstellen. Und ja, alle nötigen Sachen, die ihr zur Befestigung an die Wand oder an euren Schrank braucht. Wie gesagt, ich werde das Ganze jetzt mal hier dran machen und mal schauen, wie das Ganze aussieht. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Das war es eigentlich auch schon mit dem Video heute. Also jetzt habe ich das Ganze auch hier verbaut, wie ihr seht. War recht einfach. Plus und Minus anzuschließen ist jetzt auch nicht so wirklich schwer. Ich habe das Ganze jetzt nicht über den Sicherungskasten laufen, sondern über die Steckdose. Ich habe mir ein Kabel gebaut und wie ihr seht, funktioniert das Ganze auch. Jetzt könnt ihr mit der Fernbedienung das LED-Panel hier steuern. Ihr könnt zum einen weiß machen, kaltweiß. Ihr könnt es warmweiß machen. Ja, wie ihr möchtet. Oder halt auch eben farbig. Dann könnt ihr die Farben auch mit der Fernbedienung selber mischen. Hier in Richtung Rot, dann Grün, Gelb, Blau. Ja, wie ihr das Ganze halt so haben möchtet, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Für 150 Euro gibt es das Ganze im Baumarkt einfach zu kaufen. Oder ihr holt es euch online. In diesem Sinne, ja, was gibt es noch Neues? Ich habe noch ein Paket bekommen hier von Devshop. Auch mal angekommen. Ich weiß gar nicht, wann ich das bestellt habe. Ist schon eine Weile her. Bei denen dauert es meistens etwas länger, warum auch immer. Nun gut. Ich habe mir zwei Teile bestellt. Einmal eine Champions Jacke.
und noch etwas von Adidas. Ich reiße mal kurz eben das hier. Also so schaut die ganze Jacke aus. Hier an der Seite des Champions noch. Ansonsten, ich ziehe das Ganze mal an. Ich habe mir die Jacke in XL bestellt. Eigentlich wollte ich die in L haben, aber die gab es, glaube ich, auch gar nicht mehr in L. Ich glaube, die gab es nur noch in XL. Hier noch das Champions Logo. Gar nicht, ich kann euch gar nicht sagen, was die gekostet hat. Ich denke so, ja, keine Ahnung, 70 Euro oder so wird es gewesen sein. Champion ist da etwas teurer schon mittlerweile. Aber ja, ist eine geile Jacke. Kann man chillig rausgehen. Ja, was soll man sagen? Kann man schon machen. Wie gesagt, dann habe ich noch einen Teil von Adidas. Ein bisschen extravaganter. Ich reiß das einmal ab. So, das Teil ist in L. Ich habe es saftig groß für L. Ich denke, das wird mir schon fast zu groß sein. So sieht das ganze Teil aus von Adidas. Ich würde mal sagen, ich ziehe es an. Wie gesagt, also hier ganz schlicht das Adidas Logo. Ist okay, die Jacke ist mir an den Ärmeln auf jeden Fall ein bisschen zu lang. Wie gesagt, ich würde sie empfehlen, euch eine Nummer klein zu bestellen. Ansonsten, wie gesagt, die Fischölkapsel von ZEG Plus kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Omega 3 braucht ihr sowieso und die meisten nehmen zu wenig davon zu sich. An dieser Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace.